Hi, Mädels. So, das Stück Stoff kombiniere ich jetzt mal damit. Damit habe ich wenigstens eine gute Heilung und hole mir gleich einen neuen Feuerstab. So. Na, jetzt dürfte es gleich dunkel werden, sobald ich das Buch aufsammle. Rules. Chapter 4. Survival by night. Beware. Another kind of monster appears at night. There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Ja. Wie gesagt, das wird jetzt hier noch garstiger. Weil wir eben nichts... Weil wir eben unsere Taschenlampe... nicht dauerhaft anhaben können. Und das Problem ist, die Viecher sind auch viel aggressiver als als im ersten Teil, wie man sehen kann. Und ja. Oh, noch ein Stück Stoff. Gut. So, brennen wir da mal ab. Checken mal gerade, wir sind wieder bei der Wasserstelle. Ich will jedoch... jetzt, wo es dunkel ist, hier lang. Ich will nämlich so schnell wie möglich, solange mein Stock noch hebt, den Zombies aus dem Weg gehen. Bei Nacht. Und zu dem Lagerfeuer kommen. Ah. Weil das Problem ist, die Zombies fürchten sich nicht vor Feuer. Das kann ich nicht einschlagen. Hier ist auch nichts, was man holen kann. Die Musik ist furchtbar. Und ich bin falsch abgebogen, merke ich gerade. So, ein Zieltrank, der bringt mir nicht viel. Da könnte ich eine Ersatzmachete. Ja, Macheten gehen zum Glück nicht kaputt. Nur Pfeile können kaputt gehen und Holzprügel. So. Jetzt wird's wieder lustig.
Oh, der war noch nicht tot. Noch ein Stoffstück. Okay, Stoffstücke finden wir jetzt zum Glück genug. So, Feuerstein, das Feuer anmachen. Und es einfach mit dem Holzprügel anzünden. Das geht natürlich auch. So, eine leere Flasche. So ein Gemüse. Dass wir hier kochen können. So, zusammenfügen. Das mit dem. Und dann benutzen wir so jetzt auch gleich mal. So, weil wir schon ziemlich angeschlagen sind. Ah, da ist noch einer von den Jungs. Ah, da bist du. Ein Holzstock, gut. Und das Rezept für die einfachen Pfeile. Und ja, ich muss sagen, im Augenblick sind die Creeper arg passiv. Noch ein Holzstock. So, den da mache ich sicherheitshalber weg. Die Meute da unten lasse ich in Ruhe. Ah, sehr schöne Heilpflanze. Und ja, während ich im Inventar bin, läuft auch das Spiel weiter. Anders als im Originalspiel, wo man im Inventar pausieren kann und in Ruhe alles fressen kann. Pieksamer Ass, eine Rolle, ein Rezept für den Langbogen. Ja, und an dem Ding könnte ich theoretisch aufladen. So, hier drin ist nichts. Ich habe zwei Umschläge. Das reicht hoffentlich. Das kann ich nicht einschlagen. Und hier sind auch nirgendwo mehr Heilpflanzen. So, neuer Ast. Und dann gucken wir uns erstmal Kovex Handbuch an. Kovex Rules. Chapter 5. Bows and arrows. The bow is the simplest distance weapon you can create. And the quietest. Select a flexible branch, then combine it with a reel of twine. For arrows, combine a wooden stick with your machete. Making arrows is easy, but getting them back is even easier. So always collect them after a fight. No matter where they are stuck. Im allerwertesten, ja. So, das heißt, ich bastel nun mir jetzt meine Fernkampfwaffe. Indem ich einfach dich mit dir kombiniere. Und dich da hochbringe. So, Fernkampfwaffe. Und dann was soll das? Mache ich mir gleich mal 30 Pfeile. Und habe meinen Bogen. Oh, das wird schon wieder hell. Das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich bei Helligkeit kämpfen. Und nicht bei Nacht.
Jetzt kommt nämlich der lustige Teil an der Sache. Das Zielen. Man merkt, dass das nicht leicht ist. Und viel zu viele Pfeile ins Nirvana gehen. So. Vor allem, weil die Waffe einen Drall in die andere Richtung hat. So. Mal gucken, wie viele von meinen Pfeilen ich jetzt zurückkriege. Na, ein paar habe ich schon mal wieder. 6 von 30, die ich mir gemacht habe. Na, 10 habe ich schon mal zurückgekriegt. Zwölf? So, damit habe ich den Kanister. Was ich nicht hier drin leider nicht habe, ist ein First Aid Kit. Ah, da liegt noch einer. Damit sind das schon mal 13. 14. Ja, ich darf jetzt die ganzen Pfeile wieder zusammensuchen, die ich verballert habe. Und das Problem ist, das ist zeitintensiv, wenn ich überhaupt so viele wieder zusammenkriege. Weil viele sind jetzt wahrscheinlich durch das Schießen einfach kaputt gegangen. Oh, aber es ist eine Heilpflanze nachgewachsen. Oh, respawned. Oder wie man es nennen möchte. Und jetzt, wo wir... Tageslicht haben, kann ich mich auch ein bisschen besser umschauen. Und kann zum Beispiel versuchen, den Hirsch zu jagen. Nee, da geht's wieder nach da oben. Gut. Da ist noch ein Werkzeugkasten drin. So, den habe ich erwischt, weil ich in Ruhe zählen konnte. Ja. Okay. Ich kann nicht durch die abgehackten Büsche durchschießen. Das ist irgendwie lame.
Das Problem ist, wenn sie rumschaukeln. Da fliegen die Pfeile nämlich wo irgendwo ins Grüne. Und man kann sich überlegen, ob man sie wieder kriegt. Ein Holzstock. Das ist auch wieder ein Weg zurück auf das Hoch, auf die Hochebene, von der ich gekommen bin. Also ja, sie so abballern, solange sie rumliegen, geht. Wenn sie so rumtorkeln, wird's schlimmer. Ja, und blöd rumstehen bringt auch nicht viel. Ja, der Hirsch, den hätte ich gerne. So, bist du tot? So, den Hirsch haben wir. Jetzt haben wir auch das Fleisch vom Hirsch. Und das Leder. Und dich sehe ich da. So, wenn es nicht anders geht, in den Oberkörper. So. Und neuer Feuerstein für uns, das ist gut. Was ich jetzt gerade eigentlich gebrauchen könnte, wären Möwen. Damit könnte ich besser zielen. Die Frage ist nur, wo ist hier gerade eine Möwe unterwegs? Oh ja, ich habe ein Level-Up, fällt mir gerade so auf. Das ist gut, das geht in die schnelle Hand. Und ich habe, glaube ich, noch eine Heilpflanze über. Ja. Den Fall sehe ich zum Glück. So, dich kann ich zum Glück gleich töten. Da hinten hin zurück will ich gerade nicht. So, ich habe zwei Umschläge für Notfälle.
So. Das grillen und das hier grillen. Oh, da hinten liegt Stoff. Den lasse ich mir jetzt gerade nicht entgehen. Weil, wie gesagt, die Drops sind selten geworden. Ah, well done. I have to say, I didn't even think you survived. Happy you proved me wrong, though, amigo. This can of gas should be enough to get us out of here. Shit. Look. There may be another survivor. Go see who it is. I'll prep the boat to take us to the air tanker. Don't worry. I'll be ready by the time you get back. Mm-hmm. So, jetzt müssen wir hier am Strand lang. Und Friemelarbeit leisten. So. Manchmal trifft man halt gut, manchmal nicht. Zum Beispiel an dem Fall, da kommen wir gar nicht mehr ran. Da hinten ist Oddball gestorben. Mit dem Zeug können wir nichts anfangen. Wir haben noch 30 Pfeile und einen Kovac da hinten. Ja, der hat die ganzen Viecher halt hier getötet. So, eine Holzaxt. Brauchen wir allerdings nicht. Wir sprechen mit Kovac. Oh, so you are alive. After all that commotion in the village, I expected to see you dead. But you're alive. Good. Trying to break into one of my huts was not a good idea. I think you realize this now. So, how did you end up in this living hell? Can you remember? No problem. It's the same for me. All a haze. I'm Kovac. Nice to meet you. Don't be alarmed by the get-up. Just a kind of protection, you know? I've been on these islands for several weeks. I know a little about survival. So I built a simple shelter on a neighboring island. You look a little unprepared, but don't worry. Jump in my boat. I will teach you some basic rules of survival. You'll be dead for sure without them. No offense. Mm-hmm. Jo, wir fahren jetzt auf Kovacs Insel. Speichern und das der Ladebildschirm für die nächste Insel. So, eine Möwe. So, jetzt haben wir nur noch 10 Pfeile, aber das reicht uns fürs Erste. Wir können uns hier die Plätzchen einsammeln und hier mal das Ding einschlagen. So, für den Molotow-Cocktail. Wobei ich die Lumpen gerade lieber für andere Sachen nutze. Gut. Zum Beispiel Buddy, where are you going? Come to me, please. A good host has to welcome his guests. Welcome to Kovac Land. If I knew I had company, I would have cleaned up a little. As I said, it's basic, but it's been enough to help me survive so far. Anyway, let's get started. You've got a lot to learn and not a lot of time.
So pay attention. Mhm.